Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben und dem Tobi. Aber ich habe es angekündigt, es ist nicht irgendeine Folge Bed Wars, sondern die erste Folge Sondern mit mir, yeah! sondern die erste Folge des neuen Formats, nämlich Achievement Hunter. Und wir fangen direkt an mit dem Achievement Teufel. Das heißt, wir müssen am Ende der Runde genau 666 Items im Inventar haben. Und ja, das kriegen wir einfach mal hin. Tobi, ja, hat das, Tobi hat das Achievement schon erledigt. Deswegen muss nur ich das machen. Also wir hatten gerade halt eine Aufnahme, sage ich jetzt einfach mal. Und da hat der es Typ... Es lief alles perfekt, bis Torben es ruiniert hat. Genau, mit also... Mit seinen fehlenden Bedwars-Skills. Ich wollte einmal, damit der letzte Gegner nicht das ganze Gold aufsammelt... Gib mir das Gold. Habe ich einmal die verkackten... Habe ich einmal die verkackten 50 Gold aufgesammelt. Und in dem Moment hat der letzte Gegner halt geleftet. Und ja, dann hatte ich halt nicht das Achievement, weil ich eben noch die 50 Gold plus die ganzen Blöcke und so im Inventar hatte. Das war ein bisschen billig, muss man, kann man so stehen lassen. Können die mal aufhören, mich zu zweit hier zu boxen? Ey, was soll das denn? Oh Gott, da kam eine Errormeldung. Egal, die ignoriere ich einfach mal eiskalt. So, ach, ich sollte ja doch noch die Datei schicken. Ach so, genau, das musst du gleich noch tun. Du siehst halt, es haben voll viele so Kommentare. Ja, richtig süß. Fand ich auch. Also, danke. Bah, das war ja eklig, ey. Die hat mich fast noch irgendwie gekickt im letzten Moment, aber war dem nicht so. Hast du die wenigstens noch getötet? Nee, ich hatte nur zwei Leben und die waren halt mitten auf ihrer Insel. So, jetzt ist ein Blauer hier in der Mitte, von dem lasse ich mich jetzt einfach mal töten. Ich habe noch ein Gold, ne? Ja, warum bist du nicht in der Mitte? Also, Tobi, die Rüstung kannst du ja eigentlich direkt wieder rausziehen, es sei denn, du vergisst das gleich nicht. Hä? Ich brauche das Achievement nicht mehr. Ach ja, das ist richtig. Ja, dann ich kann chillig spielen. Ja, das ist richtig. Ja, theoretisch kannst du dich am Ende in unsere Base stellen und ich schau den eben schnell weg, passiert nichts. Ja, ich kann mich auch einfach in die Mitte stellen. Ist aber langweilig. Also, jo. Ach, keine Ahnung. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mal gucken, wie die Runde wird insgesamt. So. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin in der Mitte natürlich. Da, wo die Party abgeht. Ja, du solltest aber eigentlich eine Kiste kaufen. Da kommen nämlich welche. Von Rot. Nee, das bin ich. Beide von Rot sind runtergefallen. Ich halte gerade die ganze Mitte so ein bisschen am Stissel hier. Ich merke schon, ne, da ist ein Blauer. Ja, ich weiß, aber den trickst du hier die ganze Zeit aus. Tötest du ihn mal? Klar. Dankeschön. Bitteschön. So, hier, ich gebe dir nochmal Gold, dann mache ich deren Bett kaputt. Nee. Doch. Nein, du bringst das zurück. Nee, ich mache jetzt deren Bett kaputt. Lass es in deinem Inventar. Von Blau oder von wem? Von Blau natürlich, da ist einer in der Base, der andere baut sich weg. Die können mich jetzt mal. Jetzt kommt Torben-Style, meine Freunde. Moment, rot ist dann, dann brauche ich nur noch umdecken. Ja, genau. Ist ja echt langweilig, der Job. Ja, wenn unser Bett zerstört wird, macht es auch Kenny und dich. Das ist nämlich auch der Bad Player, der ist ziemlich schlecht, muss man sagen. Und deswegen habe ich auch einfach mal eiskalt sein Bett zerstört. Ach, grün ist auch nur noch einer, Torben. Hol dir schon lieber schnell die Blöcke. Okay, mach ich. Grün hatten wir ja schlechte Erfahrungen, ne? Oh, fuck, wir müssen den Blauen darunter schießen. Okay, shit. Hab ihn getroffen. Tobi, pass auf, der andere Blaue kommt halt da noch, ne? Der steht bei sich in der Base. Ja, ist klar, aber auf den musst du halt aufpassen. So, ich habe schon wie viele Blöcke? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die brauche ich schon gar nicht mehr. Ich gehe mal eben schnell den letzten Blauen zerstören. Okay. Warte. Das Gold nehme ich mit in der Mitte. Lass mich eben bitte die Items in der Hand halten, falls der andere dann in dem Moment leftet, wie auch immer. Das geht schon nicht. Ich hau den jetzt weg. Okay. Hol dir die Items? Habe ich. Alter, so. Gib mir fette Kombo. Lol, man kann gar nicht blockhitten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du spielst du wahrscheinlich auf der Version 1.8. Nein, aber das war echt. Nein, blockhitten hat nur die Animation. Aber. Jung hat nur die Animation verändert. Hier nicht blockhitten. Das war echt peinlich. Es geht nicht, man kann nicht blockhitten. Das war trotzdem peinlich. Man kann nicht auf Gomme blockhitten. Das war wahrscheinlich, trotzdem. Weil das gemixte Versionen sind. Das war trotzdem. Ja, hol dir mal. Bring mal bitte. Gold in unsere Base, Fragezeichen. Ja, ich bin in der Mitte mit einem Stock und einer Spitzhacke, das sollte so passen, ja, genau. Da habe ich Gold, nimm mit. Oh weh, jetzt leftet einer, ey. Ohne Witz. Nein.
Okay, alles Der Grüne klar. baut sich zu in die Mitte. Ach, egal. Lassen wir ihn. Ja. Hol mir bitte auch einen Einserbogen. Jo, mach ich. Aua! Aua, das war dumm. Hier. Kriege ich ihn nicht. Und nochmal zwei Blöcke wegschmeißen. Thank you very much. Und das muss auch weg. So, Leute, jetzt darf ich Werbung machen, Torben? Moment, plus 4 sind 26. Nein, darf ich Werbung machen? Nein. Leute, schaut Ender Games. Oh, ach so, die. der eine Grüne ist übrigens full equipped, ne? Ja, ja. Und hat sich jetzt auch noch Gold gesnackt, der kleine Bursche. Ist ja egal. Ich finde das nicht so egal. Guck auf deine Items, Tom. Ist immer nur 66. Ich hab. Are you sure? Sehr sure. Komm schon, Tom, bitte zeig einmal deinen Skill. Okay, versagt. Ah, stark. Tom hat versagt mit seinem Skill. Ich hab den Grünen nicht. Hast du Skill? Ich hab den Grünen nicht runterbekommen. Egal, ich habe jetzt nochmal Gold, davon hole ich mir jetzt noch ein sogenanntes Eisenschwert. Seit immer. Und dann würde ich gerne mal den. Wie viel hast du danach noch rein zufällig 3 Gold übrig? Nein. Das hast du jetzt auch ein bisschen spät gesagt. Nee, so. Nach dem Eisenschwert dachte ich. Nee, 1, 2, 3, 4 plus 22 sind 26. Möchtest du dann eben den blauen Schotten oder so? Ja, vor allem hole ich mir erst ein Steak. Ein gutes altes Steak. Oder ach komm, Alter, ich fand ich jetzt den blauen, der hat mich zweimal getötet. Dann machst du das wohl. So. Das sollte weiterhin so passen. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 plus 4 sind 26. Alles klar. Man kann nie sicher genug sein, Leute. Ich will dieses Achievement haben, weil das finde ich ziemlich nervig. Immer mit so einer Anzahl von belegten Inventarplätzen rumzugehen. So. Ich weiß nicht, wo er steht. Ich habe leider auch kein Optifine drin. Weil die Version bei mir abgeschmiert ist. Wenn du mein Aura-PvP-Video geguckt hast, wirst du es sicherlich mitgekriegt haben. Ich habe da nur irgendwas gemerkt von Tobi ist scheiße. Wie Tobi ist scheiße? Nein, keine Ahnung. Lass mal zu dem Grün, bitte. Ja, ich zerstöre sein Bett. Wenn du Achso, bereit bist. Halt ihn einfach weg. Lenk ihn ab. Aua, er schießt mich gerade gut ab. Lenk ihn ab. Moment, ich habe gerade nicht richtig... ich habe keine Rüstung, Tobi. Ich bin... sehr, sehr schnell tot. Ja, ich bin jetzt eh gleich bei seinem Bett. Oh, nee. Nee, er hat dich gesehen. Es wäre ganz nett, wenn du ihn... Ja, ich schieß ihn auch ab. Aber ich schieß ihn dir wahrscheinlich eher aus der Schusslinie. Okay, er baut sich ein. Sag mir, wenn er rauskommt. Er kommt nicht raus. Nicht, bau weiter. Jetzt baut er da weiter. Junge! Ja, Junge, der geht halt immer so halb um seine Burg darum. Okay, du bist da. Nein. Mach schnell, mach! Er schießt doch! Ja, Junge, Alter, bist du behindert? Sag mir das doch! Das hab ich doch nicht gesehen, der steht in so einer Mauer und du warst quasi da! Oh. Du hättest nur rüberspringen müssen. Nee, das Haus geht nicht, wenn da eine Decke über mir ist. Ach so. Ja, der hat sich da überall zugebaut, das hab ich nicht gesehen. Ja, ist doch eh scheißegal. Ich rush den jetzt. Moment. Ja, ich hab den auch nochmal getroffen, der ist so gut wie tot. Ja, gut. Verstopp. Ja! Alles chillig. Nein! Oh. Ich will das dieses scheiß Achievement. Nice, du bekommst einen Report. Ja. Bin ich jetzt mal auch. Ich? Nee, ich. Komm schon, du willst es mir geben. Bitte, Bruder. Nehme auf. Oh, nee. Tobi, ja, schreib, mach kein... Nein, Tobi, bitte nicht. Nicht. Lass erstmal so tun, als hätte der uns ertappt. Oh Gott, Junge, du bist so langweilig. Opfer. Tobi, der schießt dich übrigens ab, ne? Hi. Falls du das... Er hat mir die Hälfte der Leben mit einem Schuss gezogen. Was sagst du dazu, Tom? Boah, aber was sagst du dazu? Ich sag dazu, dass er hinter seiner blöden Treppe steht und nicht anschießbar für mich ist. Er kommt. Pass auf, jetzt kommt Skill! Aua. Ja, ja. War sehr viel Skill. Echt stark. Ich habe ihn nochmal getroffen. Es sah gut aus. Es sah super aus von hinten. Richtig stark. Herr Wersling. Ich hoffe, ich kriege meinen Report auch am Ende der Runde. Den habe ich mir auch verdient. Den habe ich mir auch verdient? Ich glaube, er kommt.
Ach Leute, übrigens, wer Folge 100 nicht gesehen hat, der ist dumm. Genau, Folge 100 müsst ihr sehen. Schaut ihr euch an, da gibt's auch schon ein Achievement. Lol, ich hab gewonnen und ich hab das Achievement erzielt. Teufel, yes. Hast du ihn getötet oder was? Nee, er hat geleftet. Nee, aber hattest du ihn davor getötet? Nee, weiß ich nicht, Moment. Doch, ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ja, dann ist er, dann hast du ihn wahrscheinlich runtergeschossen und er hat sich so gedacht, Alter. Nee, ich hab ihn mit dem letzten Bogenschuss getötet und dann hat er wohl keinen Bock mehr gehabt, sich neu zu equippen. Ist ärgerlich. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch die erste Folge des Achievement Hunters gefallen hat, lasst den Daumen hoch da. Ihr könnt ja mal schreiben, was für ein Achievement wir in der nächsten Folge machen sollen. Ich blende euch mal alle ein, die mir noch fehlen. Und nehmen wir die jetzt nicht direkt danach auf oder was machen wir? Achso, ist mir egal. Das können wir auch machen. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt noch eine. Okay, dann machen wir noch eine. Aber ab der nächsten Folge könnt ihr dann bestimmen, welches Achievement wir in der nächsten Folge machen sollen. Genau, schreibt es unter die. Schreibt es einfach unter alle Folgen. So wie auch, welche Maps ihr euch wünscht. Also, Leute, lasst den Daumen hoch da. Wenn ihr nichts mehr verpassen... Alter, ich kann gerade nicht sprechen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und... Tschüss. Tschüss.